kann doch nicht einfach sagen, der Megatrend der Zukunft ist Bildung und tue aber nichts. Megatrend Bildung bedeutet doch, dass Bildung später viel mehr wert ist. Aber ich kann dem doch nicht durch Warten begegnen. Ich muss doch, wenn sie mehr wert ist, muss ich sie jetzt abernten und explorieren sozusagen. Ich kann doch aber nicht sagen, der Zukunftstrend der Welt ist seltene Erden. Da muss ich aber auch Bergbautechniken entwickeln, die dann rauszuholen und so weiter. Und da wundere ich mich. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Zukunftskongresse eigentlich dienen, der Vervollständigung dieser Liste dienen und einer wird dann berühmt, der noch eins findet, was die anderen dann auch akzeptieren, dass das eine gute Idee war. Und so, was ich jetzt als Megatrend gesagt habe, zum Beispiel alle Autos durch selbstfahrende Taxis zu ersetzen, den Megatrend will niemand, weil der unsere Autoindustrie so relativ schwer schädigt. Und dann sagen sie, das kannst du nicht wollen als Megatrend. Ich sage aber, das ist der einzige, der voll logisch ist, weil man die Autos dann im Kosten, in den Kostensatz auf ein Fünftel runterbringt, was eigentlich logisch gesehen einfach sein muss und so weiter. Und diese Art Hype machen um jeden Megatrend ist irgendwie, ja, das ist so Gedankenspielerei und Zukunftskongresselei und man muss dann irgendwann dazu übergehen, sich eine Zukunft selber zu wählen und aktiv anzugehen. Also in welchen Megatrends hat ein bestimmtes Land eine Chance, wo gehe ich voll rein, auf welche Karte setze ich? Und das ist im Grunde eine unternehmerische Entscheidung und dann auch unternehmerisches Handeln. Und das muss man eigentlich angehen.